heute werden wir uns mal zusammen schminken. Ich mache mich jetzt fertig für den Alltag. Ich habe jetzt nichts Spezielles vor, aber ich habe neue Produkte, die ich euch zeigen möchte. Unter anderem zum Beispiel hier diese Foundation von Armani. Ich bin gespannt, wie die in der Kamera rüberkommt. So im Alltag finde ich sie super. Und ja, ich würde sagen, ich starte direkt einfach so mit meinem Alltags-Make-up, damit ich auch unter die Leute gehen kann. Als Augencreme verwende ich momentan die von Kiehl's. Das ist die Avocado-Creme. Ist nicht gegen, also keine Anti-Age-Creme, ist eher so eine Feuchtigkeitscreme. Und die verwende ich jetzt schon eine ganze Zeit lang und ich vertrage die wirklich sehr gut. Ist ja oft das Problem, dass ich viele Sachen nicht vertrage. Aber so Feuchtigkeit ist schon mal sehr, sehr gut. Okay, kurzer Check, Ton ist an. Es wäre natürlich fatal, wenn ich jetzt die ganze Zeit drehe und ich habe keinen Ton. So, also die verwende ich wirklich sehr gerne, kann ich euch sehr empfehlen. Wobei ich als nächstes wahrscheinlich eine Anti-Aging-Creme kaufen werde, weil irgendwann hat die Haut halt genug von diesen Inhaltsstoffen. Und ich bilde mir ein, meine Wimpern sind so super lang geworden. Vielleicht hat das auch was mit der Avocado-Creme zu tun. Ich weiß es nicht. So, als ich mir diese Foundation hier gekauft habe von Armani, habe ich auch direkt eine Probe geschenkt bekommen von Armani. Das ist ein Augenserum. Ich habe auch die Augencreme, aber ich verwende, wie gesagt, im Moment die hier. Und das Serum gebe ich einfach nochmal da drüber. Viel hilft viel. So, dann folgt auch schon der Step der Foundation und das ist eine Foundation, die wirklich sehr, sehr leicht ist und sehr viel Schimmer hat, also sehr viel Glow, deswegen heißt sie auch Maestro Glow. Man muss die schütteln und wie gesagt, man muss sie mit den Fingern auftragen und die ist wirklich, also ich finde die toll. Die hat hier auch so eine Pipette, damit muss man das hier so rausziehen. Dann gibt man das auf die Handinnenseite, um die Foundation so ein bisschen warm zu machen. So, und wenn ich jetzt tagsüber merke, oder wenn ich jetzt hier habe ich zum Beispiel sehr lange krasse Unreinheiten gehabt. Ich habe jetzt hier auch noch so viele Narben. Ich habe jetzt hier keine Pickel mehr, aber ich habe halt hier immer noch diese Narben von diesen Unreinheiten. Vermixe ich diese ganz leichte Foundation mit dieser sehr extrem deckenden Foundation von Urban Decay All Nighter, aber wirklich nur einen ganz kleinen Hauch, ganz kleinen Tropfen, um nur ein bisschen mehr Deckkraft zu haben. Genau. Dann vermixe ich das hier im Handrücken und verteile das dann mit meinen Fingern. Eigentlich müsste ich unbedingt mal wieder ein Peeling machen. Ich vergesse das ständig. Und abends bin ich einfach zu müde. Boah Leute, ich habe Halsschmerzen. Ich habe jetzt gerade Tabletten genommen. Jetzt geht es so einigermaßen. Aber wenn ich hier drüber gehe, boah, das tut vielleicht weh. So, also ich weiß nicht, wie es in der Kamera rüberkommt, aber hier in real life fühle ich mich schon mal wesentlich wohler. So, als ich die Foundation gekauft habe, ist es natürlich so, dass die Verkäuferinnen oft versuchen, den Umsatz zu steigern und drehen einem dann auch noch andere Sachen an. Und sie hätte mir das dann aufgetragen. Das ist hier dieses Sheer Fluid. Das ist so ein, ja, das sind so Pigmente. Man kann das als Blush verwenden oder man kann halt auch so kleine blaue Stellen zum Beispiel, das so war es bei mir, abdecken bzw. so ein bisschen kaschieren, dadurch, dass halt die Komplementärfarbe von Blau rot ist. Neutralisiert das hier diesen Bereich, wo ich so ein bisschen bläulich wirke, wegen meinen Adern, die hier durchschimmern. So, aber man kann das auch super als so ganz leichten Blush verwenden und ich fand die Farbe toll. Und die Konsistenz fand ich super, ist auch so einen leichten Glow-Effekt dabei. Die gibt es auch noch als Highlighter in ganz tollen Farben. Oh, die werde ich mir wahrscheinlich auch noch holen. So ein bisschen goldig oder halt auch ein totaler Highlighter, so ein bisschen Perlmutt-Schimmer und so. Also die sind wirklich richtig schön. Und meine Nägel sehen aus wie eine Katastrophe, aber egal, müssen wir jetzt alle durch. Genau, und den könnte man theoretisch dann auch nochmal mit der Foundation so ein bisschen mixen, wenn man das als, ja, die blauen Stellen so ein bisschen neutralisieren möchte. Und dann einfach hier in diesem Bereich, wo ich so bläuliche Stellen habe, auftragen. Nur nicht auf die roten Stellen, weil dann betont man die natürlich noch.
Dann verwende ich noch etwas Blush. Wenn man das tupft, dann ist das Ganze noch intensiver. Wenn man es reibt, hat sie gesagt, dann ist es ein bisschen gedeckter und nicht ganz so krass. Wobei die Pigmente eh nicht so krass sind. Also es ist ein ganz, ganz leichter, frischer Effekt. So, und was ich super finde, ist, dass man das alles hier mit dem Finger machen kann. Bin ich ein totaler Freund von. Sieht schon mal gleich ein bisschen frischer aus. Dann habe ich mir auch einen Concealer gekauft von Armani. Das ist der Creme-Concealer. Es gibt auch noch so ein Fluid. Aber ich stehe eher so auf so cremigere Sachen und die sind schon sehr deckend. Verwende dann dafür einfach ein bisschen weniger. Damit verdecke ich meine Augenschatten. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Seht ihr, hier habe ich noch die Reste von den Pigmenten und der Foundation. Das ist so ein ganz, ganz zartes Aprikot. Also finde ich richtig toll. Ganz, ganz schön. Als nächstes kommen die Augenbrauen dran und da verwende ich zwei verschiedene Produkte. Einmal den von P2, das ist so ein Filzmarker. Perfect Brow Fill and Define. Und dann einmal den von NYX. Das ist auch so ein ganz präziser Augenbrauenstift, der ganz, ganz dünn ist und wirklich sehr gut die Augenbrauen nachmalt. Da kann man wirklich ganz präzise kleine, feine Härchen nachmalen und erstmal durchbürsten. Ich hatte mir ja mal meine Augenbrauen pigmentieren lassen und ich habe nicht mehr viel davon. Der Rest, der noch da ist, ist sehr rotstichig. Also sieht das schon ziemlich blöd aus, wenn ich meine Augenbrauen nicht nachmale. Dann bleiben wir bei den Augenbrauen. Ich habe ja schon mal des Öfteren erzählt, dass meine Haare wirklich so kreuz und quer wachsen. Nicht nur hier die Wimpern, sondern auch die Augenbrauen. Und da verwende ich jetzt hier einmal das Gel von Benefit. Hatte ich auch schon mal in meinen Favoriten vorgestellt. Das ist so ein richtiger Kleber für die Augenbrauenhärchen und den finde ich super. Der bändigt jedes Augenbrauenhaar. Das mache ich auch immer im Alltag. Also mir fehlt das total, wenn ich das mal irgendwie vergesse in der Eile oder so. Das sieht irgendwie anders aus, wenn die Augenbrauen so runterhängen. Das sieht so ungepflegt aus, also meiner Meinung nach. Deswegen ist das für mich hier ein absolutes Muss. Kommen wir zum Konturieren. Ich werde im Alltag konturiere ich nicht viel. Ich mache es nur hier ein bisschen mit diesem Konturstick von Maybelline. Den hatte ich ja auch schon mal vorgestellt. Den hatte ich mir auch gerade bei DM gekauft. Ich finde den wirklich toll. Ich verwende den Highlighter nie. Irgendwie ist das total doof. Könnt ihr das sehen? Der ist schon total schief. Das ist das einzige Blöde daran. Und um das Ganze zu verblenden, verwende ich hier den von Real Techniques. Ich weiß nicht mehr, welche Größe das ist. Keine Ahnung. Steht nicht drauf. So, manchmal, wenn ich das Gefühl habe, ich bin zu blass und brauche noch ein bisschen mehr Farbe oder ein bisschen mehr Bräune im Gesicht, dann verwende ich hier einen Bronzer. Ich habe jetzt immer noch den von Chanel, den habe ich schon urlange und den mag ich ganz gerne, weil der so leicht ist und ja, ist schon sehr orangestichig, aber ich verwende wirklich ganz, ganz wenig davon. So, ich habe total vergessen, hier diesen Filzer zu benutzen. Kreiere quasi nur hier vorne noch so ein paar Härchen, die nicht da sind. So.
Kommen wir auch schon zu den Augen. Und da mache ich eigentlich auch nicht so viel, so im Alltag. Da benutze ich im Moment ganz gerne, ich habe hier zwei. Ich habe einmal die von Naked und einmal die von Carly Bible von BH Cosmetics. Und ich greife im Moment ganz gerne hier zu dieser Naked Palette, weil die Farben mir aus der Carly Bible Palette momentan ein bisschen zu rotstichig sind. Die hier, ich habe sonst immer, Moment, die hier verwendet und verwende zurzeit eigentlich nur die hier und die helle, um so meine Äderchen so ein bisschen abzudecken. Deswegen nehme ich jetzt auch als allererstes hier diese helle Farbe und mixe die so ein bisschen mit der anderen hellen Farbe. Und dann nehme ich einen schönen fluffigen Blenderpinsel, das ist auch einer von BH Cosmetics, und nehme jetzt hier die Farbe, so ein ganz schönes Nude. Alles sieht an mir irgendwie so orange aus, obwohl das gar nicht orange ist. Das ist total die kühle Farbe. Naja, jedenfalls die etwas dunklere Farbe daneben, Tempted heißt die, die tupfe ich hier nochmal in den äußeren Winkel von meinem Augenlid auf. Und den Rest unters Auge. So, jetzt kommt der ekelhafte Part, und zwar verwende ich jetzt hier so einen ganz, ganz dunkelbraunen Stift. Ich habe sonst auch gerne hier den von Catrice verwendet, das ist so ein Gel-Eyeliner, und der ist extrem schwarz, aber der wäre mir doch ein bisschen zu krass schwarz, der ist wirklich sehr, sehr schwarz. Ich benutze jetzt hier auch wieder einen von Catrice, das ist so ein ganz dunkles Braun, und den, damit male ich so den inneren, die innere Wasserlinie hier oben an meinen Wimpern aus. Dann gebe ich auch gerne hier so am äußeren Winkel auch nochmal so ein ganz bisschen von diesem Kajal drauf, um hier das Auge so ein bisschen optisch nach oben zu ziehen. Und auch am unteren äußeren Wimpernkranz hier. Dann sind wir auch schon fast fertig, bis auf Lippen. Highlighter habe ich noch und jetzt halt die Mascara. Ich bin ja ein neuer bekennender Fan der Theory Mascara. Ich fand die ja erst total doof, aber mittlerweile finde ich sie super. Und die hat mir so geholfen, als ich fast gar keine Wimpern mehr hatte. So, und die Wimpernzange habe ich auch schon Jahrzehnte. Die habe ich mal bei DM gekauft und die tut es eigentlich immer noch sehr, sehr gut. So, ich biege die Wimpern dann immer noch mal so ein bisschen, versuche ich die zu biegen, damit die nicht so gerade sind, weil auch wenn ich die mit der Wimpernzange so ein bisschen curle, ist die Welle quasi gerade. Also die gehen einfach nur so nach oben und ich hätte die gerne so ein bisschen schön gebogen nach oben, aber das hält irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht. So, ich bin fast fertig. Jetzt gebe ich nur noch ein bisschen Highlighter auf und dafür verwende ich einen von Benefit, den High Beam Cream Highlighter. Der ist wie so eine Art Nagellack. So ein Pinselchen. So, jetzt fehlen nur noch die Lippen und ich muss gestehen, ich habe ja schon seit ewiger Zeit so meine Lieblingskombination, die werde ich euch in die Infobox schreiben. Ich finde sie nämlich nicht mehr. Ich finde den Lippenstift nicht mehr, ich finde den Lip Pencil finde ich auch nicht mehr. Ich weiß nicht, wo es ist. Deswegen werde ich jetzt einfach was anderes nehmen heute. Und zwar den von Catrice, den Aqua Ink Lip Liner. Den benutze ich auch ab und zu, aber halt ist nicht mein Favorite. Das ist wie so eine Art Filzstift für die Lippen. Und on top nehme ich jetzt einen von Bare Minerals. Das ist hier Crush heißt der. Das ist so ein ganz schöner Nude-Ton. So ein Peachy. Oh ja. Gefällt mir gut.
Und voila, ich bin fertig. Ich hoffe sehr, dass euch mein Video gefallen hat, mein kleines Get Ready With Me. Und ich werde euch alle Produkte, die ich jetzt so verwendet habe, unten in der Infobox verlinken und auch nochmal aufschreiben. Und ich hoffe sehr, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Und bis dahin hoffe ich, dass es euch besser geht wie mir. Also an alle, die krank sind, gute Besserung und in alter Frische. Bis zum nächsten Video. Ciao.